Wow! Peace Leute, was geht? Ich bin Artus und willkommen zum wohl spontansten Video überhaupt auf meinem Kanal. Und warum habe ich gerade so gemacht? Ich bin ein bisschen durch den Wind, weil der liebe AJ und ich haben uns vor ein paar Stunden gedacht, hey, warum fliegen wir einfach nicht mal ganz spontan in den Urlaub? Und 3 Stunden später sind wir jetzt hier am Flughafen in Hannover mit Koffer. Nice. Das Ding ist, wir wissen noch nicht, wohin wir eigentlich möchten. Deswegen müssen wir irgendwie entscheiden, wo wir erstmal hinfliegen. Genau. Am besten wäre natürlich irgendwas Günstiges, damit wir natürlich nicht arm sind danach. Und wir brauchen auf jeden Fall ein warmes Land, weil wir haben unser Skateboard mit. Wir suchen mal alle Reiseziele, die für uns überhaupt in Frage kommen können. Und dann entscheiden wir ganz zufällig, wo wir hinfliegen. Und wir haben nicht mal ein Hotel. Ciao, Alter. In so einer Situation würde Monte sagen: Was los? Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Städte aufgeschrieben, die für uns überhaupt in Frage kommen könnten. Weil man muss natürlich auch bedenken, wir brauchen schon einen Flug dahin. Aber wir haben auf jeden Fall eine richtig gute Auswahl an Städten. Digga, das Problem ist nur, dass da halt voll warme Städte bei sind und auch so ein paar kältere. Und ich habe gefühlt wirklich keine warmen Sachen mit. Das wird ein bisschen kritisch. Ich lese mal kurz die Städte vor, die für uns in Frage kommen könnten. Nö. Monaco, Lissabon, Paris, Alicante, Barcelona, Amsterdam, Dublin, London, Helsinki. Das sind, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 9 Städte und in eine werden wir fliegen. Oh mein Gott. Ich hoffe halt einfach wirklich, dass alles reibungslos funktioniert, weil wir haben ja halt nicht mal ein Hotel, ne? They see me rolling, they hate it. Ich würde sagen, wir müssen ja irgendwie die Stadt finden, in die wir ja gleich fliegen werden. Wir können das so machen, wir rufen einfach irgendwen an und er nennt uns dann am Ende 2 Städte. Dann müssen wir ja nur noch zwischen den 2 Städten entscheiden und das kann ja theoretisch das Board machen. Nö. Dann werden wir einfach gleich das Board so ein bisschen flippen und das wird ja dann zufällig irgendwie landen. Und dann sagen wir, das Grip Tape ist die eine Stadt und die Unterseite die andere Stadt. Und dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hinfliegen. Okay, AJ, hau mir irgendeinen Kontakt raus, wo du weißt, dass ich ihn hab, den ich anrufen soll und diese Person entscheidet, wo wir hinfliegen. Ruf mal Benedikt an. Ja, Bene. Safe Bene. Ja, Bene, safe. Okay, easy, wir rufen ihn an. Er wird angerufen. Jo, was geht? Yo, Bene, was geht bei dir? Hast du gerade Zeit? Ja, alles gut. Okay, ganz schnell. Ich stehe gerade mit AJ am Flughafen und wir wollen jetzt in irgendeine Stadt fliegen, okay? Ja, doch. Okay, ich hau dir jetzt mal ein paar Städte raus und du sagst einfach, welche du cool findest, okay? Ja, okay. Monaco, Lissabon, Paris, Alicante, Barcelona, Amsterdam, Dublin, London, Helsinki. Welche soll ich nehmen? Jetzt gerade so wegen Weihnachten wäre Helsinki ganz geil, glaube ich. Ich weiß nicht, Spanien wäre auch geil, Digga. Alicante, okay. ich weiß nicht, Barcelona klingt auch ganz nice eigentlich. Okay, hau einfach welche raus. Helsinki auf jeden Fall? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich finde Barcelona nicht voll geil, so an der Küste und Stadt und so. Okay, Helsinki, Barcelona, okay, korrekt, danke. Das wär's dann auch schon. Viel Spaß. Jo, danke, hau rein, ne, ciao. Tschüssi. Also nein, Digga, ich will nicht nach Helsinki, warum schlägt denn der Helsinki vor? Ehre genommen! Ich wollte auch nicht auf ihn einreden, weil das ist ja wack, wir sollen ja auch überrascht werden. Aber Digga, Helsinki ist locker richtig kalt gerade. Helsinki wäre übel kacke, wo ist das überhaupt dran? Ich weiß es nicht. Finnland? Och man, ich will doch nie nach Finnland. Okay, lass mal mit dem Board raus. Lass einfach sagen, das hier ist Helsinki und das hier ist Barcelona, okay? Nö. Und die Seite, die nach oben zeigt, die hat dann gewonnen, okay? Lass mal rausgehen dafür. Okay, let's go! Surprise, Motherfucker! Leben! Genommen. Wir dürfen aussuchen, oder? Alter, dass das Board gerade so aufgekommen ist, ist wirklich ein Wunder. Das passiert bei jedem 1.000.000. Mal. Deswegen lass mal selber entscheiden, oder? Ja, safe. Im Endeffekt liegt es ja schon in Benes Hand gerade, in welche Stadt wir fliegen werden. Oder es lag in seiner Hand. Okay, AJ, wir hauen bei 3 die Stadt raus, die wir geil finden, okay? Okay. 1, 2, 3. Helsinki. Barcelona. Nein. Barcelona. Ja, ist doch witzig. Bene meinte, Weihnachten ist doch locker nice da. Digga. Ich mache jetzt einen Flip und wenn das Handy richtig rum aufkommt, dann fliegen wir nach Barcelona, okay? No, ja, okay, mach. Oh, safe. Ich wusste eh, dass es richtig rum landet. Ab nach Barca, oder? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe einfach gar kein Bargeld mit. Besser kann es echt nicht losgehen hier.
Hier waren wir dann an der Sicherheitskontrolle und unser Skateboard musste nochmal untersucht werden. AJ und ich hatten schon Angst, dass wir den Flug nicht bekommen, aber es hat noch alles easy geklappt. Jo, wir haben jetzt übel Zeitstress, wir müssen erstmal einen Flug getten. Leute, was geht? Wir sind gerade in Wien angekommen, aber der AJ ist gerade auf der Toilette und ich habe ihm leider noch nicht mitgeteilt, dass wir jetzt die ganze Nacht am Wiener Flughafen verbringen müssen. Mal sehen, wann das anspricht. Ich bin gespannt. Wir haben den Ausgang gefunden! Nice, lass mal hier skaten. Komm her, Digga. Komm mal rein hier. Meinst du, wir können hier ein bisschen skaten? Ist ja keiner hier. So, ich hoffe natürlich, dass wir nicht gekickt werden, weil das voll laut sein wird. Mit neuen Schuhen, welchen Trick willst du sehen? Hau mal flüssig die Schaufel draus. Komm, noch für euch ein, keine Ahnung. Wiederhol mal, was du gerade gesagt hast, AJ. Wann kommt unser Anschlussflug? Rate doch mal. Ja, weiß ich nicht. Wir warten jetzt schon seit keine Ahnung vier Stunden hier und der will es mir nicht sagen. Morgen früh um 6 Uhr irgendwas. Ja, ah, toll. Wahrscheinlich. Ja, wirklich? Ah. Ich schwöre auf alles, wir müssen die Nacht hier verbringen. Ehre genommen! Zeig mal, wie spät? 1.30 Uhr. What? Ey, der kommt doch nicht erst um 6. Doch, Digga, ich schwöre auf alles. Jetzt mal, als ob. Digga, wir waren gerade die ganze Zeit skaten hier im Flughafen. Psch. Ich habe noch ein paar Stunden extra einen Insta-Clip gemacht, den seht ihr auf Instagram, da ist sich Artus Weichert. Der ist richtig lit geworden, glaube ich. Da sind so kranke Tricks bei, Digga. Oh mein Gott. Auch welche, die ich noch nie geschafft habe und da war Pisse. Und ihr seht, es ist kalt. Und wir müssen jetzt hier eine Nacht durchmachen am Wiener Flughafen. Alles gut? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Schwupp trinken, Boys. Let's go. Und Girls. Nein. Nimm kein Zehner. Ja, ich hab doch Kleingeld. Hä? Ja. 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 Geschafft, AJ. Halleluja. Oh, darauf freue ich mich gerade richtig. Egal, das Wasser ist arschkalt, aber das hat mich gerade gar nicht gejuckt und jetzt tut's weh. Also AJ, so viel zum Thema, ich habe dich verarscht. Glücklicher bin ich jetzt nicht. Aber du bist ein... Bist du ein Berg? AJ! AJ! Zum Maul, Alter, nee. Das Ding ist, eigentlich ist es halt gar nicht witzig, Leute, aber ihn sprechen immer ein paar Leute an, habe ich gehört. Junge, wenn die Leute in der Schule kommen, wir sind Burger! Seh ich aus wie ein Burger, Alter! Macht weiter, Seh ich so, Leute! Fucking aus wie ein Burger! Immer wenn ihr ihn seht, fragt, bist du ein Burger? Ja, Leute, und jetzt bin ich, der AJ, hier einfach ganz alleine am Flughafen. Da hinten kommt er. Und er ist jetzt einfach vor 10 Minuten eingeschlafen, weil er jetzt auf den Block schneiden will, gleich in Barcelona. Ich bezahle nie wieder deinen Urlaub. Ja toll, was kann man hier machen, ne? So alleine als AJ hier am Flughafen. Eine Ewigkeit später. Wir sind jetzt hier in diesem Schlauchgang und jetzt geht es nach Barcelona, nach einer langen Nacht. Ich habe gefühlt so eine Viertelstunde gepennt, war ein paar Stunden skaten. Top Voraussetzung für den Urlaub, ich bin weg. D. Wir sind in Barcelona und das Wetter ist schon nice, oder? Wie man hier begrüßt wird. Danke. Was machst denn du hier? Gar nichts. Er hat seinen Koffer wenigstens nicht vergessen. Nice. Ich hab meinen auch. Adios. Der Taxifahrer war richtig korrekt. Ich hab zwar kein Wort verstanden, aber der Taxifahrer war richtig korrekt. Ab ins Hotel, Digga. Hier ist einfach voll warm. Hier kann man im T-Shirt rumgehen. Digga, sogar nackt. Nö. Wir haben es geschafft. Ah, das war schon ein bisschen hart. Wir sind in Barcelona angekommen. Wir haben jetzt ein paar Hotels abgeklappert und am Ende haben die uns hier genommen. Das Ding ist, AJ und ich haben halt nur so ein bisschen Anfängerwissen in Spanisch. Also wir können so hola, qué tal, adiós, hasta luego, 30, 28. Das war der Preis vom Taxi, by the way.
und so weiter sagen. Boah, Digga, ich muss richtig fett furzen. Warte mal. Ich schlaf da. Boah, nee, er kommt nicht, Digga. Ich will auch nicht auf deinem Bett kacken. Wir sind auf jeden Fall mega müde, weil wir haben die Nacht ja durchgemacht. In, wo war das? Wien. Irgendwie kommt es mir nicht vor, als wäre es gerade 8 Uhr morgens, weil es ist 8 Uhr morgens. Oh, das ist... War das der Furz? Du Kleiner. 9.17 Uhr ist es schon. Die nächsten Tage haben wir was Krasses geplant hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein und...